Hallo, ich grüße euch auf meinem Kanal. Ein Set der Firma Sluban, nicht ganz so oft bei mir auf dem Bautisch. Das ist hier so ein Kübelwagen und der hat 103 Teile aus der World War II-Serie. Ja, hinten drauf gibt es da noch ein paar andere Sachen: Panzer, ein Flugzeug, noch ein Panzer. Also die Serie ist dann wohl auch etwas umfangreicher. Ja, muss ich sagen, hat sich gut bauen lassen. Auch überhaupt gar keine Klemmkraftprobleme. Sluban ist ja früher da nicht wirklich der Klemmkraft-Champion gewesen. Eine Minifigur dabei. Und dann schauen wir uns das gute Stück mal an. Ich habe ihn jetzt mal bestückt mit den Figuren, die ich mir neulich bestellt habe, also hier quasi so der Fahrer und hier hinten der Offizier, hat eine klappbare Scheibe hier vorne. Die Frontscheinwerfer ist auch ganz gut gemacht, hier mit diesen beigen Pistolen. Und Räder drehen sich vernünftig. Und dann hat er hier hinten halt noch diese Schraube, um dann im Wasser auch nochmal Vortrieb zu bekommen. Schaufel noch dabei. Der Koffer von dem Offizier. Ich habe jetzt hier noch eine Siegklemme dran gemacht für die Pistole, die noch hier über war. Und ja, der ist solide gebaut. Also absolut nichts einzuwenden gegen das Ding. Und gucken wir mal die Anleitung, beziehungsweise erstmal, was ist an Teilen noch über? Da ist noch mal ein Lenkrad dabei. Hier ist noch mal so eine dieser Pistolen. Hier so ein Eckteil. Und ich muss sagen, ich habe jetzt schon hier hinten, das Teil gehört eigentlich nicht dran. Das hatte ich einfach mal so aufgebracht noch. Also es sind ein paar Teile, die man hier durchaus auch noch verwenden könnte. Und ja, über ist dann halt noch hier dieser Soldat. Keine Ahnung, aus welchem Land der eigentlich sein soll. Sieht ein bisschen seltsam aus. Ich habe ihm hier jetzt einfach mal so ein Messer in die Hand gegeben mit seinem Schnäuzer. Sieht er so ein bisschen seltsam aus. Und ja, die Anleitung war leider sehr verknickt in der Packung. Ist halt so ein Faltblatt. Kommt man aber absolut super mit klar. Wird so ein bisschen ausgeglichen, die Bauschritte. Und nach 12 Bauschritten ist der dann auch schon fertig. Das ist natürlich keine große Geschichte. So, genau, dann waren hier noch zwei Klarsicht-Sticker dabei oder sind dabei mit dieser Nummer, die hier auf die Seite geklebt werden soll. Habe ich mir jetzt gespart. Gucken, ob ich es noch mache. Aktuell hatte ich jetzt nicht unbedingt vorgehabt, das aufzukleben. Nee, ist auf jeden Fall. Kann man nicht viel falsch machen. Hatte ich jetzt auch über Amazon gekauft. Hat um die 7 Euro gekostet. Also das ist wirklich super. Also wenn man sowas nochmal für ein Diorama braucht, wirklich toll. Also den kann man empfehlen, Sluban. Wer da noch ein bisschen Vorbehalte hat, ich denke, die haben sich da doch deutlich gebessert, was das angeht. Und die kann man wirklich jetzt auch durchaus mal ausprobieren. Ja, und dann habe ich ja gestern noch von dem Lotz ein Video gemacht und da hatte ich doch eine tolle Funktion vergessen, die wollte ich euch noch zeigen. Also zumindest sollte man sie erwähnen. Und zwar hat er ja hier viele Öffnungen zum Verkauf, aber man kann das ganze Dach noch so hochklappen. Und hier ist nochmal so eine Tafel, was es gibt. Also wenn richtig im Sommer die Hitze brutzelt und hier drin gebrutzelt wird, dann kann der gute Mann auch noch mal komplett hochklappen. Und das ist eigentlich gut gemacht, weil das sind hier so zwei Scharniere, die man da zusammenbaut. Die sind auch richtig stabil. Also das ist meiner Ansicht nach Sonderteil, habe ich so bei keinem anderen Hersteller bis jetzt so gesehen. Ja, hier sieht man halt noch mal die ganzen Details. Es sind natürlich viele Aufkleber drin. Der Boden schwarz-weiß gefliest und überall hängen so ein paar Messer und Zangen. Also es ist schon gut eingerichtet auf jeden Fall. Da gibt es viele Details und ne, macht auf jeden Fall was her, finde ich.
Ja, das sollte ich nochmal als kleines Update liefern, weil das fiel mir dann nach dem Video ein. Mensch, hast du ja überhaupt den oben nicht aufgeklappt? Ja, und dann kann man ihn halt auch wieder einfach zuklappen. Die Markise, das hatte ich euch gezeigt, finde ich auf jeden Fall auch gut gelungen. Gut, das als kleines Update noch dazu, aber es ging ja mehr um den Schwimmkübel. Ja, also Sluban, Daumen hoch, auf jeden Fall auch eine gute Alternative mittlerweile. Ja, das soll es dann von dem kurzen Video gewesen sein. Ich wünsche euch was. Bis dann. Ciao, ciao.